Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Until Dawn. Back in Action hier. Im letzten Part ist ja einiges passiert. Jess wurde rausgerissen von der Hütte. Sie wollten eigentlich... Durch das Fenster von der Tür. Ja, besser gesagt. Wollten eigentlich Spaß haben und der wurde rausgerissen und er breakdanced hier gerade ein bisschen. Schattenführung ist schon genau. Auch geil. Also die Grafik ist der Wahnsinn, muss man schon sagen. Ja, ist für ein Horrorspiel echt geil. Ja. Aber das Einzige, was ich da bemängeln muss, sind die Zähne. Die schauen aus wie Glassteine. Egal, wir haben hier in dem Regal ein Knöpfchen gefunden. Und da werden wir jetzt hinuntergehen. Schauen wir mal. Okay. Oh. Hinweis die entdeckt. Das Porträtfoto. Was? Wow, ist das? Das Tattoo, was ich gemeint habe. Okay. Hinweis entdeckt, Drohbrief. Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Okay. Heilige Scheiße. Ehrlich, oder? Er steht ja auf sie. Er müsste eigentlich beschützend machen. Das ist schwierig jetzt. Ich würde mal beschützend? Weiß nicht. Ehrlichkeit, wir sind ja auf Ehrlichkeit getrimmt. Ja. Schauen wir es an. Was war das mit Loyalität? Ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris... Das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Ist da sonst noch was? Warum haben wir hier nur so eine Kameraansicht? Mehr ist hier nicht. Okay. Jetzt wieder zurück. Ist doch scheiße. Ah ja, genau. Meinst du, ich gehe jetzt da durch? Nö. Sie will. Ist das Licht unten aus? Nein, das ist noch an. Das ist noch an, so wie es aussieht. Was war das? Was machst du da? Na? Noch ist es an. Weißt du nicht, warum da überhaupt so ein Guckloch sein soll und dann unten gleich Holzbretter da drunter? Warum geht das jetzt auf? Ist da wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, kannst du da links dann an die wäre Wand das gucken, ob wirklich beschiss. Die Maske. Die auf der anderen Seite genauso ist. Na, vorne ist was? Die Tür? Alter, ist das creepy. Ist mal links. Da ist nämlich auch noch was. Schmetterling. Hallo. 8. November 2013. Dr. Jesus Warham. Abteilung für Ethnizität. Ja, 183 Haskell Hall, 6130 Amsterdam Road, Vancouver, BC4772-9B1. Sehr geehrte Dr. Swarham. Vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass das Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben. Zum Beispiel Graffiti und Personen, die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Dies ist schließlich die Heimat Ihrer Vorfahren. Ich habe mit den Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtigt, Ihrem Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Auf der Rückseite habe ich wieder diesen Irren gesehen. Donnerstag, 21.17. Hing beim Generator in Schuppen rum. Ich werde ab jetzt Buch führen. Okay. Auf der Rückseite? Ist nix. Kann man nicht umblättern. Ja, auf der Rückseite stand eben das drauf. Auf der Rückseite. Nein. Ah, jetzt. Hinweis entdeckt, 8. November von Josh Smart. 2013. Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht sehr, sehr weit. Sehr geehrte Dr. Swarham, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich nach... Ach, hä? Warum kommt das jetzt? Warum kommt jetzt erst der Hinweis? Kommt nochmals auf der Rückseite, ich habe diesen Irren gesehen. Also. So, den Crazy, ja. Okay. Stamm der Indianer. Dass die Indianer auch was damit zu tun haben. Boah, jetzt ist sie plötzlich aufgeploppt, Alter. Was ist das für eine geile Zeichnung? Aber im Dunkeln ist es gruselig. Wenn dann plötzlich die Augen so leuchten, ne? Oh, krass. Ja. Beim Ding, wie sie die Tür immer aufmachen.
Hallo? I said hello again. Hallo? Ist hier jemand? Da hinten. Da geht's raus. Was? Ich würde jetzt mal nicht raus wollen. Nein. Das ist die Eingangstür. Ah, wir sind im Eingang? Ja, das ist Eingangstür. Ah ja, stimmt, genau. Ist die Frage, Eingangstür raus oder erst hier rumgucken? Gucken wir erst mal hier rum. Also, ja, das war der richtige Weg. Ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen, das Licht, und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. No. Hörst du das? Das war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Komm, halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ich werde... Komm, rein da! Und was ist jetzt hier los? Ash! Ash! Oh. Hallo, du sexy Schnuckelputz. Übrigens, den haben wir auf der Gamescom gesehen. Pfeile? Okay. Das sind die Ängste, die wir aufgezeichnet haben. Stehen da. Okay. Zombie, Schlange, Gedärme. Ach so, ach, oh Gott, okay. Krass. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Meinst du? Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Okay. Josh ist ein ehrlicher Mensch, muss man sagen. Ja, aber also, Sam ist ja auch... Und Sam ist auch einer der extrem ehrlichen Leute. Sam. Also Josh macht mir ein bisschen Angst. Der ist auch ein bisschen komisch. Verstört durch seinen Tod. Von der Eltern. Von den Geschwistern. Matt. Matt. Eindeutig Matt. I'm a Matt. Und nächste. Oh, das ist schwierig. Ich muss sagen, irgendwie Ashley. Weil Chris ist irgendwie wieder so ein bisschen macho-mäßig. Nimm mal Ashley. Ja, hier ist es. Also, ich mag Jessica überhaupt nicht. Aber ich mag ihn aber auch nicht, muss ich sagen. Ja, aber wen mag man lieber? Ja, Mike, er versucht es wenigstens irgendwie. Ich muss grinsen. Josh oder Emily? Da jetzt gibt's Ausschlussverfahren. Ja gut, das Problem ist, wir haben ja auf der Gamescom antesten dürfen und hier haben wir mit der Emily noch nicht so viel zu tun gehabt. Auf der Gamescom haben wir sie als die blödeste Zicke überhaupt kennengelernt. Allgemein haben wir hier ein wenig mit der zu tun gehabt. Bis jetzt, ja. Deswegen, weiß nicht, also ich würde eher Josh sagen. Bei Emily... lügt auch ihren Freund an. Immer Josh. Ja, jetzt ist hier Chris natürlich. Ja. Und jetzt kommen die letzten zwei Ausschlussverfahren. Oder? Jetzt sag mir,
Bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Jessica. Ja. Und die wird sterben. Du hast aber Emily ausgewählt. Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Zeit ist um. Ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder. So, Fan, guck. Zombie und die Gedärme. Okay, das sind alles Ängste, die wir aufgezählt haben. Darauf wäre ich gar nicht gekommen. Das ist krass, wie das alles zusammenhängt. Was bisher geschah bei Until Dawn. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Oh mein Gott! Hash! Hey! Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Loyalität. Oh fuck, so ein Fuck! Jessica! Oh mein Gott! Auf geht's. Hier kommt man ja gar nicht zu Wort, irgendwas zu erzählen und erklären. Links oder rechts? Weg folgen, Abkürzung riskieren. Abkürzung. Diesmal. Abkürzung. Abkürzung, das Wasser, ja, Abkürzung. Oh, ob das so richtig toll war. Ob das wirklich Abkürzung war? Wow. Wow! Das war keine Abkürzung gewesen. Da bin ich nicht getroffen. Aber der Weg war, glaube ich, kaputt, so wie ich es gesehen habe. Jessica! Hab. Musst du selber laufen? Okay, und? Scharfschütze spielen. Ja, geil. Da ist Jessica! Jess! Was hat sie? Nein! Herum auf runterspringen. Herumgehen, oder? Herumgehen. Los! Runterspringen wird sich wahrscheinlich verletzen. Man könnte dann nicht mehr rennen oder so. Ja, so wie er herunterklettert, dauert das ja auch Jahre. 10 Stunden später. Auch runter. Da wollte er springen. Da muss er auch runterspringen. Weiter. Los. Wow. Du schaffst es. Schneller. Schneller. Komm. Gib Gas. Springen, balancieren. Was? Spring! Und jetzt stürzt er. Nein! Das habe ich verdrückt. Das sind Dreiecke gedrückt. Dann hätte ich balancieren auch können. Hast du diesen elegantischen Sprung gesehen? Fast schon Zeit für mich. Ja. Weg folgen, runterrutschen. Die Wassermühle links. Weg folgen. Ich glaube, das ist die Wassermühle, oder? Nein, das ist keine Wassermühle. Da unten kommt die Wassermühle, aber. Jetzt muss er springen. Oh. Unsafe, keep out. Ja, so sah es ja aus. Oh
Und. Was ist los? Jessica! War das, was wir gesehen haben in dem Totem, wo sie durchbricht? Kann gut sein, Jessica, ja. Ich komme! Gibt hier irgendwo was? Ja, ich kann hier nur runter. Das ist mies, wir wissen nicht, ob es mit der Zeit zu tun hat, nicht, dass wir zu lange brauchen und sie deshalb stirbt oder so. Ich kann eh nicht rennen, wirklich. Er läuft eh gemütlich runter, von daher. Wie denn die Mine rein? Da ist was. Ein Totem. Schauen wir mal rein. Gelb. Ein Wolf. Ein Hund. Führungstotem. Ist hier noch was? Nein. Da muss ich jetzt schneller laufen. Ja, so. Aber viel schneller auch nicht. Jessica! Oh nein! Michael! Jess! Ich bin doch leider! Er rennt halt auch nicht, er läuft halt vor dem Mitte. Das ist für die Mine. Aber eine andere Mine. Die Musik. Vom Handy. Nein! Oh Gott! Nein, Jessica! Oh Gott! Jess! Bist du okay? Schnell von dem Ding runter. Zieh sie runter. Jessica! Was zur Hölle? Okay. Schuss! Los! Da rennt es nicht hinterher, oder was? Okay. Dreieck. Hier los. Los. Ich spiele den Superhelden. Sicher oder schnell? Sicher. Ja. Ja, komm, das schaffst du. Sicher. Das schnell, mir gar nicht, was so schnell ist. Oh, das war aber knapp. Lol. Jetzt geht's aber rund hier. Jetzt komm schon. Kletter. Komm schon, komm zu Papa. Boah. Das ist uncool. Nicht so schnell. Und. Boah. Rüber. Zack. Oh, shit. Da ist der. Und wer ist der Kerl? Bestimmt eh kein Schuss mehr. Ja, was? Kein Schuss mehr, war ja klar. Komm schon, du blöder Schrott. Er kommt, entkommt, leider. Scheiße, ich muss es schaffen. Und Feuer? Jetzt explodiert's gleich. Oh, Gasmine, Mensch. Wohl, er überlebt ja anscheinend, wenn er den Wolf oder den Hund da. Das kommt eben drauf an. Er ist weg. Eigentlich bereit, irgendwas passiert. Scheiße. Was ist das für eine Bude? Okay. Ich würde gerne mal wissen, wollte gerade sagen. Oh, was zum. Oh. Oh.
Er steht wieder auf und sie ist weg. Ashley! Okay, und somit würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Ash! Ash! Und mit Ash. Schnapse dir. Ja. Ash Ketchum. Gut, das war's dann mit diesem Part, würde ich mal sagen. Es ist viel passiert, wir haben eine schon verloren. Jess ist... Ja, die ist auf jeden Fall tot, ja. Tot. Und wir müssen gucken, wie wir den nächsten retten oder nicht retten. Ja, es wird spannend, jetzt geht's rund. Auf jeden Fall. Dann lasst einen Daumen und einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Horror-Erlebnis wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.